Tja, Leute, nachdem ich jetzt so viele Parts vorproduziert habe über die letzten Tage vor Weihnachten und so weiter, geht es jetzt nun endlich ganz normal mit den Aufnahmen mit Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir sind schon längst seit 2023 jetzt nun angelangt und ich hoffe, ihr seid auch jetzt sehr gut in das neue Jahr gestartet, weil ich konnte euch leider kein Video jetzt mit Prosit Neues Jahr grüßen, aber naja, weil jetzt alle Videos jetzt vorproduziert worden sind bis über das neue Jahr. Heutige Jahr natürlich. Und ja, wir sind jetzt nun im Hügel, im Sternhügel, und jetzt schauen wir mal, wir sind jetzt in ein Sterntor angelangt. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Dies muss das Tor zum Sternschrein sein, von dem uns der Kobaltstern erzählt hat. Pilger und Wanderer, was sucht ihr an diesem heiligen Ort? Hinter diesem Tor liegt das heilige Reich der Sterne, der Hüter des Lichts. Jenen, die nicht für würdig befunden werden oder die ohne guten Grund hier sind, wird der Zutritt verwehrt. Halt! Es sind keine Erklärungen nötig. Alles, was ich benötige, ist eine Einschätzung eures Wertes. Dies soll euer Schlüssel sein. Tritt vor, roter Mann des Bartes. Tritt vor mich. Sprich kein Wort. Öffne dein Herz. Ja, verstehe. Oh, was? Unmöglich. Nein, erstaunlich. Nun. Roter Mann des Bartes. Du bist wahrhaftig und voll des Mutes. Dein Herz ist voller Tugend und Sorge um deinen Bruder. Doch empfehle ich, eine Diät in Betracht zu ziehen. Denn du bist auch erfüllt von Sauce Alfredo. Besonders die Carbonara zu reduzieren wird eine große Herausforderung sein, denn ich weiß, sie sagt und sagbar schmackhaft sie ist. Zügelst du deinen Appetit, verfolgst du ein leichtes Cardio-Training und achtest auch weiterhin auf deinen Bruder. So wirst du ohne Zweifel zu einer Person werden, die sich immenser Popularität erfreuen wird und nicht nur einen immensen Bauch heranzüchtet. Ich befinde dich würdig, dieses Tor zu durchschreiten. Auch empfehle ich dir Butanesca, das Zeug schmeckt großartig. Nun, grüner Mann des Bartes. Nun, oh nein, wie, hä, was, oh, nee, schockierend, wie, was, puh. Grüner Mann des Bartes. Du. Viel Glück da draußen. Wie war das? Du willst noch mehr hören? Ich könnte natürlich etwas direkter werden, aber hier würde es jeder hören. Bist du sicher, dass du das möchtest? Die Geheimnisse deines Herzens würden offengelegt werden. Dieser seltsame Vorfall und auch diese andere Sache. Dann lass mich flüstern. Wie die Kleinen betrifft, so weiß ich, dass ihre Herzen voll der Unschuld sind. Daher dürfen sie ungehindert passieren. Das heißt, dass die meisten von euch für wert befunden wurden, hier einzutreten. Dennoch, der grüne Mann des Bartes ist fragwürdig. Denn sein Herz ist erfüllt von höchst fragwürdigen Dingen. Wer weiß, welche Prüfungen euch noch auf eurem Weg erwarten. Ihr werdet euch Problemen stellen müssen, wie nie zuvor. Doch der grüne Mann des Bartes weint und jammert wie ein Kind so ängstlich. Es ist peinlich. Ich kann jemanden, der sein Schicksal so sehr betrauert, nicht durch dieses Tor lassen. Es ist ein Jammer, aber du darfst nicht passieren. Bitte beruhigt euch wieder. Ich werde eure Position zusammenfassen, sobald ihr euch beruhigt habt. Es stehen euch zurzeit drei Optionen zur Verfügung. Die erste lautet, aufzugeben, nach Hause zu gehen und zum Abendessen eine gute Portion Pasta Butanesca zu verspeisen. Die zweite ist es, den grünen Mann des Bartes zurückzulassen und ohne ihn voranzuschreiten. Die dritte wäre, auszuziehen und den Aura-Block zu finden.
Wo immer er auch sein mag. Welche dieser drei Pfade beschreitet ihr wollt, liegt nur an euch. Lasst euch von euren Herzen führen. Was euch vermutlich unbekannt ist, mag jeder ominöse Aura-Block sein. Dann seid bereit für die Erleuchtung. Es ist ein seltener Block. Seine Präsenz wurde seit langem von Bewohnern des Sternreiches gefeiert. Er ist von größter Wichtigkeit. Denn wenn ihr den Aurora-Block findet und berührt, werde ich Mut und Teamgeist des grünen Mannes des Vaters anerkennen. Dann wird euch allen der Wert zuerkannt, den ihr benötigt. Um dieses Reich zu betreten, gehabt euch wohl. Oh no! Okay. Tja, wir können jetzt noch nicht voranschreiten zu dem Kobaltstern, denn wir müssen jetzt ein paar Prüfungen schaffen und das, um Luigi seinen Mut zu beweisen, weil der ist nicht mutiger genug. Aber wir werden es schon schaffen. Nur keine Sorge. So, was nehmen wir jetzt diesmal? Ja, da habe ich jetzt keine roten Dinge mehr. Aber wen juckt schon. Wir werden jetzt mal die Mogelhand jetzt mal platt machen. Ach, verdammt, ich habe jetzt zu früh gedrückt. Verdammter Mist. Außer. Das kann ja nicht sehr gut enden für uns. Machen wir mal alle fertig. Na bitte. Unterwegs bekommen wir sowieso sehr viel Münzen, also da haben wir jetzt dann weniger Probleme. Und wir haben jetzt sehr viele Items, also da werden wir jetzt sicherlich weniger Probleme bekommen. Da die Mario-Brüder hoch? Ja, tatsächlich. Let's go! Okidoki. Mindestens einen haben wir jetzt mal los. Na, Mann. Thank you.
Na, weiß man ja gar nicht, wann die angreifen. Das ist irgendwie blöd, aber mindestens haben wir die jetzt schon beseitigt. Und wir kriegen auch extra Blumenmix. Da kriegen wir extra mehr Items. Das ist ja auch super. So. Jetzt mal dort nach oben. Hier sind noch ein paar Blumenmix hier versteckt. Aber so großartige Items gibt es ja hier natürlich nicht. Also jetzt schon Zeit, dass dann die Baby-Marius jetzt auch mal ein Level-Up bekommen, damit wir dann... Ich glaube, ich würde dann Luigi... Ich glaube, mit Mario und Luigi werde ich jetzt dann diesmal dann die HPs auch hochpacken. Das ist jetzt das Wichtigste daran. So, die Trampoline haben wir jetzt sehr viele davon. Oha. Und da sind auch sehr viele bösartige Gegner hier, die nicht so sehr easy sind. Und die schießen natürlich jetzt auch noch diese Piranha-Planeten, die gibt es auch noch hier. Die sind jetzt nicht so sehr ganz easy. So, ihr bleibt dann mal schön hier, während die Mario-Brüder jetzt mal da rüberfliegen. Nur vorsichtig muss ich da vorangehen, voranschreiten. Na bitte. In manchen Teilen muss ich sowieso jetzt Mario und Luigi reinpacken. Weil die Baby-Mario sind ja sowieso nicht mit diesen Gegnern gewachsen. So, einen Pilzorden haben wir jetzt diesmal. Wen könnte ich jetzt geben, den Pilzorden? Pilzorden A. Erhöht durch Pilze aufgefüllten KP im Kampf stark. Ja, die KP-Anzeige wäre nicht schlecht, dass es dann hochgeht. So. Die Gegner sind ja natürlich auch nicht ganz ohne. Ja, die können auch manchmal Probleme bereiten. So. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal diese Gegner jetzt mal platt machen? Mal sehen, wie gut wir sind mit diesen Gegnern hier. Oh nein. Das ist aber gar nicht gut. Okay, dann muss ich dann sicherlich den Roten hier treffen, oder was? Wir sind aber nicht ganz ohne die Gegner hier. Mal sehen. Wer jetzt mal kurz mal... Ach, verdammter Mist. Das trifft ja auch natürlich nicht, weil er in der Luft schwebt. Ich dödel. Okay, machen wir diese Seite jetzt mal ein Ultratau. So ein Dreck. Die Attacke war ja total nutzlos, useless. Okay, aber okay, wir können jetzt mal kurz die Bros-Sachen nehmen. Probieren wir mal den Trampolin. Na bitte. Den ersten Gegner schon mal beseitigt. Die sind aber nicht ganz ohne, muss ich schon ehrlich sagen. Die Piranha-Planeten sind ja nicht so sehr die einfachsten Gegner.
im Spiel. Aber die sind trotzdem Münzen wert. Dann muss ich aber da irgendwie dort hochkommen. Ja, das sieht so ganz danach aus, dass ich tatsächlich nach oben springen muss. Die Piranha-Planeten durch jetzt mal schön mal ausweichen. Ich hoffe, dass dann hier noch ein... So, ich werde jetzt mal dort drüber fliegen. Ob das jetzt möglich wäre. So, ganz schön vorsichtig. So, damit haben wir das jetzt schon auch hinter uns gebracht. Aber jetzt, wo soll ich jetzt als nächstes hingehen? Wird aber nicht so einfach sein. Jetzt mal schön nachchecken. Was sagt der Guide jetzt? Ich weiß nur, wir sind jetzt eh nicht mehr so weit weg bis zum Finale, also... Der Sternschrein ist jetzt eh schon jetzt die vorletzte, der vorletzte Dungeon. So. Also wir müssen tatsächlich dann nach oben gehen. Ja. Bin ich ja doch richtig. So, die kommen jetzt mal nach oben. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Zweiter Versuch. Na bitte. Im zweiten Try hat's doch geklappt. So, dann gehen wir mal in die andere Seite. Schalten wir den Aurora-Block an. Okay, also man hat jetzt also die Entscheidung, dorthin zu gehen oder woanders. Gut, dann machen wir jetzt nun schon auf den Weg, auf den Rückweg. Mal sehen, was uns jetzt dann hier erwartet. Da kommen wir aber leider nicht dran. Da müssen wir dann einen Rückweg machen. Schauen wir mal, was es jetzt hier gibt, weil ich möchte dann nochmal wissen. Nur zu Safety's Sake. Aber das sind ja sowieso nicht die starken Gegner hier. Nur die Fly Guys mit den Bob-Bombs. Die können ein bisschen Probleme bereiten. Für unsere Mario-Brüder. Okay. Soweit, so gut. Wir haben jetzt einen Blumenmix gefunden hier.
Oh Mann. Na dann viel Spaß. Mal sehen, was diese Blöcke können. Feierst du mal schnell. Die Blöcke sind ja nicht so dieselben Gegner, wie wir jetzt schon damals kennen. Also da hat sich nichts so Großartiges geändert. Sozusagen. So, da gibt es eine Eisblume, das ist auch mal super. Und jetzt müssen wir jetzt nur noch dann hier rüberschleichen. Vorbeischleichen von den Gegnern, damit wir jetzt nicht aufgehalten werden. So. Wie auch immer die Babys jetzt gekommen sind, keine Ahnung. Ja, das ist der. Beeindruckend. Das ist der Aurora-Block, den habt ihr gut gemacht. Jetzt, grüner Mann des Bartes, berühre den Block, sodass ich diese Tat bezeugen kann. Nur so werde ich dich trotz deiner Mängel für würdig befinden. Okay, oh, warte, ich habe jetzt gerade mal in OBS Studios mal noch gezeigt. Nein, 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 das reicht nicht. Deine Unaufrichtigkeit macht mich krank. Tritt sofort vor mich. Hörst du mir auch zu, grüner Mann des Bartes? Den solltest du mir zuhören. Nicht allein aufgrund deiner Leistung wurde der Block hierher gebracht. Wer ist hier dafür verantwortlich? Wer war es, der dies erst ermöglicht hat? Wähle deine Antwort aus den drei folgenden Möglichkeiten. Mario, die Babys, ich. Nun, was wir auch wählen, ich muss jetzt mal kurz noch anschauen. Die Komplettlösung jetzt mal kurz noch zeigen. Was sagt jetzt die Komplettlösung sozusagen? Ey. So. Also. Der Rätsel ist ganz einfach. Also man kann jetzt entweder entscheiden, ja, ich habe das getan, oder nee. Man kann es auch entweder anders nehmen. Zum Beispiel... Nehmen wir mal zum Beispiel ich. Das ist nicht wahr, oder? Denke genau darüber nach. Wem schuldest du den Dank für die Erfüllung deiner Aufgabe? Wähle deine Antwort aus drei folgenden Möglichkeiten. Du glaubst wirklich, dass dies wahr sein kann? Denke nach, bevor du sprichst. Wem schuldest du Dank für deine Erfüllung deiner Aufgabe? Wähle Antworten aus den drei Möglichkeiten. Denk nach! Die richtige Antwort lautet: Alle zusammen! Wie sollte sie sonst schon lauten? Wie konntest du nur darin versagen, die richtige Antwort zu geben? Das ist für mich unvorstellbar bedauerlich, geradezu. Was? Ich habe dir nur drei Antworten zur Verfügung gestellt? Was soll das heißen? Es hätte keine vierte Antwort gegeben. Du lügst! Es ist genau diese Tendenz zur Verfälschung und zur Rechtbiegung von Tatsachen, die dir ständig Ärger verursacht. Sicherlich erkennst du noch, dass dein Fortschritt ein Vermächtnis der Gemeinschaft ist. Ich weiß, dass du es tust, und doch weigerst du dich, die richtige Antwort zu wählen. Vierte Antwort, alle zusammen!
und dann lügst du. Ich bin erschüttert. Wenn du so weiterlebst, ist dein Schicksal besiegelt. Du wirst deine Tage in Einsamkeit fristen. Merke dir meine Worte. Wie bitte? Du unterstellst mir, die Unwahrheit zu sagen? Du willst mir sagen, dass Luigi nichts falsch gemacht hat? Unglaublich. Ihr alle. Ihr seid wirklich... erstaunlich! Ihr seid die besten Geschwister aller Zeiten! Komm, grüner Mann des Bartes, du musst nun nicht mehr weinen. Erhebe dich und sieh mich an. Dies war nur ein Test, den ich mir ausgedacht habe. Roter Mann des Bartes, zum Wohle deines Bruders hast du dich auf die Suche nach dem Aura-Block begeben. Du hast Mühsal auf dich genommen und deinen Bruder unterstützt. Deine Gefühle für deinen Bruder sind durch und durch rein. Was für ein großartiger älterer Bruder. Ich bin sehr bewegt. Grüner Mann des Bartes, verzeih mir all das, was ich dich erdulden ließ. Du siehst, dass ich die Wahrheit kenne. Dein Herz ist wie ein Juwel, facettenreich und wunderschön sehe ich es, wie es funkelt. An manchen Stellen mag es poliert werden müssen, doch bist du für deine Freunde unverzichtbar. Du musst voll des Mutes voranschreiten, meine ewige Unterstützung sei dir gewiss. Ihr dürft alle passieren, ich werde euch nicht hindern. Jetzt, grüner Mann des Bartes, bitte schlag deinen Block mit all deiner neu gefundenen Anmut. Ja, ein guter Sprung! Oh, übrigens, der Aura-Block kann seine Form verändern, um sich der Größe des Herzens der Person anzupassen und von der er berührt wird. Ohne weitere Verzögerung soll nun das Tor geöffnet werden. Möge euch der verbleibende Weg viel Freude bescheren. Was für ein Test das noch war, ne? Und wir sind jetzt schon am Ende des Parts angelangt, Leute. Gut. Hinter diesem Tor wird uns jetzt nun der weitere Weg voranschreiten. Mora hat den Zutritt zum Sternenschrein erlangt. Der Kobaltstern ist direkt vor deiner Nase. Besuche nun den Schrein. Ihr könnt es auch kaum erwarten. Im nächsten Part geht es dann weiter. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls es noch nicht gerne geschehen und ihr seid neu auf meinem Kanal, gerne lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer up to date bleibt, dass jeden Tag um 16 Uhr ein neuer Let's Play Part kommen wird. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao.